Ausgelassen toben die sechs Bernhardiner-Welpen auf ihrer Wiese im Tierheim Aurich. Wahrscheinlich haben sie bei ihren vorherigen Besitzern nie eine Wiese zu sehen bekommen, haben nur in ihrem Verschlag gehaust. Jasmin Walkes kümmert sich jetzt um die Kleinen. Sie war dabei, als die sechs Geschwister befreit wurden. War fürchterlich. Ich habe mich sehr erschrocken, wie die überhaupt aussehen. Als man den, den Welpen plötzlich im Arm hatte, dann triefte es fast nur vor Dreck und Kot konnte man sehr stark riechen. Hier in diesem Anbau lebten die sechs Welpen in ihrem eigenen Dreck. Bis auf die Haut waren die Jungtiere mit Kot verklebt. Alle mussten gründlich gewaschen werden, einige sogar rasiert. Der Besitzer der Hunde war vorher schon aufgefallen. Es ist schon so, dass das über Jahre schon läuft. Auch die Nachbarn, die schon Anzeigen auch beim Veterinäramt gemacht haben und auch immer wieder gesagt haben, der Züchter, der Zustand ist nicht toll. Sich auch Leute gemeldet haben, die so einen von den Hunden gerettet haben, also praktisch ihm abgekauft haben und das dann gemeldet haben. Gegen den Besitzer ermittelt nun das Veterinäramt. Die kleinen Welpen sind noch in der üblichen Quarantäne, dürfen noch nicht zu den anderen Hunden im Tierheim. Ansonsten sind sie aber gesund und wohlauf. Was wir jetzt im Endeffekt hoffen, dass es für die Babys, dass die uns im Endeffekt schnell freigegeben werden, damit die vermittelt werden können. Weil die sind in einer Phase, wo die viel, viel Umweltreize kennenlernen müssen. Dann ist natürlich das Tierheim jetzt nicht so die optimale Lösung. Es ist natürlich auch so, dass die jetzt an den Menschen müssen, viel lernen müssen. Das Tierheim hat die Geschichte der sechs Welpen über die sozialen Medien verbreitet. Daraufhin haben sich viele Hundeliebhaber gemeldet, die den Kleinen ein neues Zuhause bieten möchten. Jasmin Walkes wird die aber ganz genau unter die Lupe nehmen. Wo wir sagen, die sind gut für die. Und was ich für sie wünsche, dass sie in so einem Zustand, wie man sie vorgefunden hat, auf jeden Fall nie wieder so findet. Aber erst einmal erholen sich die Kleinen ganz in Ruhe im Tierheim Aurich und genießen ihr neues Leben.